Läufst du? Guten Abend! Dankeschön! Vielen Dank, sehr nett! Mein Name ist Hennes Bender, für die Leute, die zum ersten Mal da sind heute Abend bei mir. Hennes Bender ist eigentlich ganz einfach, Firma E. Hennes Bender. Ich sag das nur, weil ich habe schon alles gehabt in den letzten Jahren. Hannes Binder. Hermes Blender, auch schon angekündigt, weil klingt wie so ein griechischer Superheld. So, ah, ich sehe nichts mehr. Ja, das ist Hermes Blender. Ich hatte mir einen Klempner bei uns zu Hause und der stand so neben mir, der Klempner, und guckte mich so an und sag mal, bist du Hennes Bender? Ich so, ja, der Hennes Bender? Und ich, ja, ja. Und dann machte er so. Und ich habe erst gedacht, er kriegt einen epileptischen Anfall. Ich muss jetzt irgendwie einen Arzt holen. Aber er wollte mir einfach nur pantomimisch darstellen, ja, dass er mich erkannt hat. Das ist wahrscheinlich das internationale Gebärdendolmetscherzeichen für Komiker. Wahrscheinlich kommt man überall auf der ganzen Welt. Ah, Komiker. Das sind immer die schönsten Momente, wo man was macht und man weiß gar nicht, warum habe ich das jetzt gemacht. Ich bin damals wirklich nach vorne gegangen und habe dieses Lied gesungen. Mein Vater war ein Weihnachtsmann und mir liegt's auch im Blut. Weiter kam ich nicht, denn jetzt passierten zwei Dinge gleichzeitig. Meine Mitschüler fingen laut an zu lachen und im nächsten Moment bekam ich eine schallende Ohrfeige von Frau Eichholz. Und wirklich dieser Moment, als die anderen gelacht haben und meine Klassenlehrerin sich so erzürnt hat, dass sie mir eine gescheuert hat, habe ich gemerkt, da ist eine unheimliche Kraft im Raum. Du hast irgendwas ausgelöst, irgendwas war da, was anders war, als was erwartet wurde. So, wollen wir mal schauen. Wir sind ja jetzt sehr früh schon da. Es kann ja sein, dass da noch gar keiner ist. Ich hoffe, im Hotel ist schon jemand, weil ich würde mich jetzt gerne mal eine Runde aufs Ohr hauen. Mal sehen, wollen wir mal schauen. Ich bin gespannt. Hallo? Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Ist da schon jemand da? Ja, das kann passieren, sowas. Ne? Kommt man zu früh und steht vor verschlossener Tür und keiner ist da. Ab 17.30 Uhr. Super. Völlig geil. So, jetzt probiere ich es nochmal beim Veranstalter. 077. Vor allem, das nützt mir ja nichts, wenn um 17.30 Uhr die erst aufmachen. Ich muss ja dann schon wieder um 18 Uhr Soundcheck machen. Nützt ja nichts. So, dann muss ich mal gucken, ob ich im Auto noch eine andere Telefonnummer habe. Sonst müssen wir mal Kaffee trinken gehen. Müssen wir mal das Beste aus dem Nachmittag machen hier. Wie oft ich gesagt habe, dass ich diese Unterscheidung zwischen Comedy und Kabarett völlig hinfällig finde und auch kontraproduktiv, weil. Es ist, wie willst du sowas unterscheiden? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Gibt es da Grauzonen? Es ist scheißegal. Wenn am Ende des Abends die Leute sich gut und halbwegs intelligent unterhalten gefühlt haben, ist deine Aufgabe erfüllt. Bisschen dumm gelaufen. Darauf wurde Per Steinbrück angesprochen im Fernsehen beim Interview, ob man das nicht hätte besser vorher googeln können, worauf Per Steinbrück auf seine lockere hanseatische Art sagte, ja, hätte, Fahrradkette. Da hat wirklich jeder Komiker zu Hause gesessen. Scheiße, er hat es gemacht. Was ist das? Was für eine geile Antwort, oder? Hätte, Fahrradkette. Stell dir mal vor, der Mann wäre Bundeskanzler geworden. Die klatschen jetzt, weil das ist ein Kabarettpublikum. Die haben gemerkt, die Nummer ist zu Ende und dann klatschen die. Ich sage das nur für die Kamera, weil die wundern sich sonst. Warum haben die jetzt geklatscht? Das ist einfach. Wenn die Leute lachen, ist es immer ehrlich. Jeder lacht freiwillig. Niemand lacht, weil er lachen muss.
es gibt so einen Klatschzwang. Okay, das, die Nummer ist vorbei, wir klatschen jetzt. Aber wirklich aus dem Herzen lachen, das ist was, was immer freiwillig geschieht. Showtime. Dankeschön. Ich habe auch gesehen hier, als ich hier direkt rauf bin hier, das ist, du bist auch so ein Lang, ne? Du bist auch nicht gerade klein, ne? Der Kollege da auch. Ich gehe mal eben kurz runter. Ich weiß gar nicht, ob das vorgesehen ist. Hier mit dem Kabel an. Ich gehe mal eben ganz kurz hier. Ich wollte das nur mal eben sehen, damit wir das auch. Kannst du mal eben kurz aufstehen, bitte? Also, komm mal her. Guck dir das mal an hier. Das ist so. Geht das noch heller hier? Anni, haben wir noch heller? Saarlicht? Guck mal hier, damit wir die Kamera mal eben hier machen. Guck mal, damit das schön hell wird. So, jetzt aber. Oh, guck mal. Ist das schön? Meine Herausforderung sehe ich darin, dass ich Sachen unterhaltenswert und interessant mache, die auf den ersten Blick gar nicht so unterhaltenswert scheinen. Und das sind halt diese unsichtbaren alltäglichen Sachen, über die man gerne mal hinweggeht, aber die eigentlich sehr, 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 sehr schön sind, wenn man sich dann mal mit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst heute Abend, aber es ist ein ganz besonderer Abend heute Abend, weil wir nehmen heute die CD auf zu diesem Programm. Ja, ja, genau. Super Reaktion. Ihr seid richtig aus dem Häuschen. Ihr könnt euch vor Begeisterung kaum auf dem Sitzen halten. So, oh, naja, gut. Na, scheiße. Wenn ich eine CD aufnehme, brauche ich 4 Atmo-Mikros fürs Publikum, weil ich einfach den Raum auch haben möchte und so wie halt gelacht wird, weil für mich ist Comedy Aktion und Reaktion. Check, 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 check. Check, 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 check. So, pass auf. Wir machen erstmal den Backdrop. Mach die Disco-Kugel mal aus. Mhm. Das hier ist ja irritierend. So. Wir machen erstmal den Backdrop, den haben wir ja blau, ne? Du wolltest blau haben, alles? Ja, ist doch super. Das ist doch super. Insofern hast du Insofern ja. Das fällt mir gerade auf, weil das doof ist. Und okay. Wenn du da mit der Kamera stehst, kann ich die Bühne nicht sehen. So, kleiner Hinweis. Ich glaube, dass man Fehler machen muss und Fehler auch machen darf. Gerade in der Kunst ist es wichtig, Fehler zu machen, weil sonst entsteht nichts Neues. Wer will denn was Perfektes sehen? Ist langweilig. Perfektion ist langweilig. Kacke, Dreck, Pisse, Arsch, Leck, Arsch, Scheiße, Kack. Jetzt habe ich so drauf konzentriert, dass ich den Einsatz verpasst habe. Ist das geil? Na gut, dafür nehmen wir es ja auf, ne? Das ist ja nicht live. Nochmal. So beenden wir die CD auch. Die Leute, die zu Hause sitzen, bleiben hinter bei dir. Danke sehr. Nach dem Auftritt trifft dann schon mal so diese Einsamkeit. Die Einsamkeit fremder Städte, die Einsamkeit fremder Hotels, fremder Menschen. Es kommt der Punkt im Leben eines Künstlers, wo dieses ganze Rumtouren seine Romantik verliert und wo man sich nicht mehr freut, ah toll, ich fahre heute nach Berlin und nächste Woche bin ich in Hamburg. Dann ist man einfach mal froh, wenn man mit dem Arsch zu Hause ist. Es gibt Tage, wo ich total froh bin, alleine zu sein auf der Autobahn und wo ich einfach meine Ruhe haben will. Es gibt Zeiten, so wie gestern oder auch heute, wo ich sage, ah, ich wäre schon jetzt gerne irgendwie bei meiner Frau. Also er ist großzügig, er ist toll emotional. Ne? Also es ist ja auch schön, wenn man mit Männern so über Probleme reden kann, sage ich jetzt mal so. Und das kann er auch total gut. Der kann unheimlich gut auch Menschen einschätzen. Also er hat eine total hohe Sensibilität und muss sich, glaube ich, manchmal ein bisschen schützen. Also wenn er dann so irgendwie unterwegs ist und ihm das alles zu viel ist, dann kann er sich halt auch in so eine Art Schlupfloch ziehen und dann kann ihn niemand mehr erreichen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil er sonst sehr, sehr zugänglich wäre und er ist wirklich sehr emotional. Also das schon ist schön. Man ist halt leer. Du hast halt 2,5 Stunden gelabert und du hast nichts mehr drin. Und dann stehst du da und denkst, okay, war es das jetzt? Und das war es halt für den Abend. Und jetzt dauert es ungefähr eine halbe Stunde, Stunde, bis man wieder normale Gespräche irgendwie führen kann. Bis man diese Eindrücke dann halt hat. Weil du hast ja eine ganz andere, du bist ja 2,5 Stunden, bist du ja Fokus. Du bist ja auf einmal, du bist Zentrum der Aufmerksamkeit.
und das ziehst du natürlich alles an und jetzt bist du wieder normal. Und das ist auf einmal so, wie wenn man auf einmal so, wie man ins kalte Wasser wieder geschmissen wird. Das ist auf einmal was ganz anderes, das ist halt die Realität auf einmal wieder. Und damit muss man umgehen lernen, weil sonst drehst du irgendwann mal am Rad und läufst den ganzen Tag nur noch rum und denkst, du bist der Größte. Du bist es aber nicht, du bist ein ganz normales Arschloch, wie jeder andere auch. Fertig ist die Laube. Ich setze mir keinen Hut auf und klebe mir einen Bart an und bin jemand anders, sondern ich bin Hennes Bender auf der Bühne. Ich bin aber eine etwas, ich sag mal so, ich bin 150%. Wenn das jetzt 100% Hennes Bender sind, im Moment sind es mehr so 70. Aber wenn ich auf der Bühne bin, bin ich dann nochmal eine Ecke mehr noch da und noch präsenter. Und die Essenz. Ne, du überlegst, wie bist du, wie wirkst du auf Leute, kannst du das ausbauen, musst du bestimmte Sachen ein bisschen mehr eindämmen und du arbeitest ständig und jeden Tag neu an deiner eigenen Bühnenfigur, an dir selber. Und dadurch wirst du als Künstler einfach besser. Und vielleicht sogar als Mensch, kann ja sein, dass du lernst, dich immer besser selber zu sehen und auch selber zu reflektieren und zu merken, boah, du redest ja gerade im Moment eine totale Scheiße. Halt doch mal die Fresse. Kommen wir jetzt im Fernsehen, oder? Du kommst nicht im Fernsehen, nee. Da musst du live gucken oder auf CD. Fernsehen, Mal im Fernsehen? Weiß ich nicht, irgendwann. Guckt doch keiner mehr Fernsehen, warum soll ich im Fernsehen sein? Kannst du im Internet alles gucken. Gibt's doch, wenn ich CD, DVD rausbringe, ist wieder zwei Tage im Internet. Brauche ich doch gar keine mehr machen. Raubkopier. Ja, sicher. Zack, nach drei Tagen war die letzte DVD im Internet. Da mache ich doch keine DVD mehr, bin doch nie der Himbeerbrombeer. Also Hennes ist gnadenlos. Hennes kann nämlich nicht lügen. Das ist auch eine super Eigenschaft, aber manchmal auch schrecklich. Sehr ehrlich. Also wenn er was sagt, dann weiß man, okay, das hat er jetzt wirklich ganz ehrlich gemeint. Man weiß, er erzählt einem keinen Quatsch. Ne? Also, das kann man nicht. Na, ihr Hasen. Knack. So, ihr wollt jetzt bestimmt sehen, wie das so ist, wenn man so nach langer Fahrt irgendwo am Auftrittsort ankommt. Scheiße, ich habe gar keine Karte. Gar keine Eintrittskarte. Achtung, da wollen wir mal runter. Hallo. Meine beliebte Chewbacca-Parodie, direkt vor dem Auftritt. Ich glaube, ich bin der weltkleinste Wookie. Ich bin als Wookie so klein, ich bin schon ein Ewok. Jetzt weiß ich nicht, ob einer kommt oder nicht und mir sagt, dass ich auftreten soll. Da ist er. 5 Minuten, das heißt, ich komme einfach auf die Bühne. Einmal kam ich nach Hause, meine Frau war nicht da und ich kam in die Küche und da lag auf dem Küchentisch lag so ein Zettel von ihr geschrieben, auf dem stand, ich habe den Mann mit der Schnur kaputt gemacht. Ich so, was? Ich habe den Mann mit der Schnur kaputt gemacht? Habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie damit meint. Und dann sah ich aber, dass auf dem Küchentisch meine streng limitierte Indiana Jones Figur lag. In der Mitte einmal durch. Fump. Und dann kam ich nach Hause und er war stinkig. Und ich meinte, ja, es tut mir wirklich so leid. Und er so, nein, es geht nicht darum, dass du den kaputt gemacht hast. Das ist überhaupt nicht schlimm. Du weißt nur nicht, wer das ist. Das ist schlimm. Warum weißt du nicht, wer das ist? Und ich so, ja, weiß ich auch nicht. Wer ist das denn? Er so, ja, das ist Indiana Jones. Das gucken wir jetzt. So. Und dann muss ich das gucken. Hallo. Hallo. Ich muss eine Stunde vorm Auftritt Kohlenhydrate zu mir nehmen. Es geht auch gar nicht um Genuss. Es geht einfach nur, dass der Körper braucht Energie und Kraft, damit er das durchstehen kann. Und manchmal vergisst man das im Eifer des Gefechts und man kommt zu spät irgendwo an, man macht noch Soundcheck und dann steht man auf der Bühne und denkt, holla, ich habe ja ganz vergessen, was zu essen. Schon passiert, dass ich mal auf der Bühne aus dem Grund fast schon mal den Flattermann gemacht habe. Ja, ihr lacht, ich wusste, ich fand das nicht komisch, weil ich gar nicht wusste, was das ist am Anfang. Ich habe das erst nachgucken müssen. Wisst ihr, was das heißt, adipöser Habitus? Fettsack, ja, leicht, danke schön, sehr nett formuliert, vielen Dank. Jetzt wusste ich auch. Fettsack. Kleiner Fettsack, du machst es nicht besser, Schatz. Du machst es nicht besser. Es ist leichte Fettleibigkeit. Sehr schön. Ich beziehe das Publikum gerne mit ein, weil das ist der Moment ist.
indem man auf der Bühne steht und in dem Moment, wo sowas passiert, wie heute mit dem fetter Sack und so, das ist großartig, das sind Geschenke, das ist toll. Ich mag, das ist Stand-up, das ist amerikanische, englische Stand-up. Unfassbar, es ist einfach so, es ist einfach eine... Du hast das nur falsch verstanden. Bitte? Du hast das nur falsch verstanden. Was habe ich falsch verstanden? Moment, da möchte jemand Audiokommentar sprechen auf dem Video. Geht das auf Audiokommentar? Sag nochmal laut, damit die ganze Klasse was davon hat. Was hat sie nach deiner Wahrnehmung kaputt gemacht? Sie hat die Figur mit einer Schnur kaputt gemacht. Pass auf, ich merke mir das. Ich gehe mal in mich und überlege mir, ob ich den Gag einbaue. Ich kann es dir nicht garantieren. Okay? Okay, gut. Wo war ich jetzt? Jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Mach das doch mal im Theater vielleicht so. So, bei Romeo und Julia. Nicht das Gift nehmen! Dann machst du dir viel Freude mit. Den bin ich ein bisschen sehr hart angegangen in Essen, als der das nicht verstanden hat, wo ich gesagt habe, meine Frau hat den Mann mit der Schnur kaputt gemacht. Dann fing er ja an reinzureden und ich wollte halt auch, dass er die Klappe hält, weil ich war kurz vor Schluss des ersten Teils. Und dann bin ich ein bisschen hart angegangen und da habe ich im Nachhinein gedacht, das hättest du schon ein bisschen charmanter noch hinkriegen können. Aber in dem Moment war ich einfach auch so ein bisschen sauer, weil er wollte irgendwie was sagen, was aber leider überhaupt nicht lustig war. Und dann muss ich einfach sagen, pass auf, nett, dass du mitmachen willst, aber ich bin derjenige, der die Gags macht. Ich guck gerade, wie die Woche aussieht jetzt, was jetzt passiert, wann ich wieder zu Hause bin, wie viel Zeit ich zu Hause habe. Ich mache ja auch einen Gig demnächst mit Gebärdendolmetscher. Du musst immer von dir ausgehen, von deiner eigenen Perspektive und problematisch wird es, wenn du etwas verallgemeinerst. Mir ist halt das damals aufgefallen und aufgestoßen, dass Leute auf Rolltreppen einfach stehen bleiben und mir keinen Platz machen. So. Und dann habe ich mich total über die aufgeregt, auch auf der Bühne, und merkte aber, irgendwie lachen die Leute nicht. Und dann habe ich diese Zombie-Thematik noch dazu gebracht. Das heißt, ich habe noch ein anderes Bild dazu gebracht und merkte, dass das quasi über Bande gespielt, eher bei den Leuten ankommt, weil es auch ein bisschen abstrahierter ist, als wenn ich sage, alle Leute, die auf Rolltreppen stehen bleiben, sind doof. Neulich rief mir einer hinterher, es ist verboten, auf Rolltreppen zu laufen. Was willst du machen in so einem Moment? Du kannst ihm nicht den Kopf wegschießen. Ist effektiv, aber illegal, das darfst du nicht. Ja? Wenn ich in so einer Situation bin, wo ich nichts dran ändern kann, dann mache ich immer Folgendes. Ja, da guckt ihr jetzt blöd. Das ist mein Akzeptanz. Und das hilft. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt so... Bitte. Danke, ne? Jo, auch dieser Abend neigt sich wieder dem Ende zu und jetzt wird eingepackt und nach Hause gefahren. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht für mein Ego zu sagen, ich habe jetzt eine Stadthalle voll gemacht. Brauche ich nicht. Das ist bedeutet mir nichts. Das spiele ich lieber richtig schön knackevoll in so kleinen Läden. Da habe ich mehr Spaß und die Leute auch. So, wir haben ein kleines Problem. Wir haben 100 Leute heute hier. Was natürlich ein bisschen tragisch ist. Und wir können auch nicht woanders hingehen. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was wir machen. Ist denn der Thorsten schon da, der Gebärdendolmetscher? Der ist noch nicht da, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir 5 Reihen hier besetzt. Da sitze ich doch, wenn hier in die ersten Reihen, da sitzt doch keiner dahin. Wenn du da 3, 4 Reihen wegnehmen willst, das ist das Problem. Aber und was ist, wenn wir die Ecken wegnehmen, wenn wir nicht hinten wegnehmen, sondern wenn wir die Ecken wegnehmen, dann hätten wir zumindest den unteren Bereich hier voll. Meinst du, das macht Sinn, das zu machen? Also wenn die sich da beschweren, dass sie dafür zu viel bezahlt haben, dann sollen sie dann zu mir kommen, dann kriegen sie von mir das Geld zurück. Es geht darum, einfach den Leuten... Willst du, dass das cool aussieht im Endeffekt? Nein, ich will auch, dass die Leute einen coolen Abend haben. Mhm. Und wenn Leute irgendwo hinten sitzen und dazwischen sind 10 Reihen frei, ist das kein cooler Abend. Dann ist das, verstehst du, es geht um den Abend so rund zu kriegen, wie es geht. Das ist immer das Problem mit Stadthallen. Stadthallen sind immer schwierig, weil es sind Stadthallen. Und Stadthallen haben alle einen gewissen nicht vorhandenen Charme, den man sich immer denken muss. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir aus dieser Stadt da was Schönes machen. Das geht, aber dazu brauche ich die Hilfe der Leute hier. Hennes,
Guten Hi. Abend. Hi. Wir kennen uns doch. Natürlich kennen wir uns. Herr Rose, hast du meine Mail gekriegt? Hi, die habe ich bekommen, ja, vielen Dank. Du hast mir aber gar nicht zurück. Nee, da bin ich nicht zurückgekommen, das stimmt. Ja, das so was, ich habe gedacht, so ein arroganter Arsch. Dadurch, dass wir viel Mimik auch drin haben in der Gebärdensprache, dadurch, dass die Gehörlosen ja die Intonation der Stimme nicht hören, viel über die Mimik machen. Und das heißt also, diese Wortwitze, die muss ich halt versuchen, in meine Gebärden und in meine Mimik reinzubringen. Und natürlich muss ich immer versuchen, in die Rolle desjenigen zu schlüpfen. Und dementsprechend werde ich dann vielleicht sogar stellenweise witziger aussehen als Hennes selber. Komiker. Und dann weiß ich das. Wie hast du das jetzt übersetzt? Wie hast du jetzt... Ist das geil, ja. Was ist das internationale Gebärdendolmetscherzeichen für Komiker? International gibt's ja nicht. Was gibt's? Was, Spaßmacher, gibt's irgendein Zeichen? Ja, aber nicht international. Nicht international. Ach so, nicht international. Nee. Comedy Schade. Ist deutsch. Das ist Comedy? Ja. Und es ist natürlich toll, wenn nachher die Gehörlosen auf dich zukommen und grinsen und du denkst so, scheiße, ey, Leckarsch, du hast gerade vor Gehörlosen, du hast Gehörlose zum Lachen gebracht. Fuck off, da könnte ich alle am Arsch lecken. Das ist so schön, das ist so ein geiles Gefühl, wenn du in diese Gesichter blickst und dann denkst so, und dann grinst du und ich so, hast Spaß? Ja, Job well done. Und das ist natürlich Thorsten auch, ne? Das ist natürlich Thorsten. Ja? Und super, jemand, wir sind ja auf die Bühne gegangen, wir haben es ja nicht geprobt. Wir haben es einfach gemacht und das war das Tolle. Ich bin ein Nerd, ihr merkt das. Nerd, das würde ich jetzt gerne sehen. Ich glaube, ich habe mehr Spaß als ihr heute Abend. Ihr müsst euch vorstellen, es sind Politiker eingegangen in die Weltgeschichte mit Sätzen wie zum Beispiel John F. Kennedy, ich bin ein Berliner, Barack Obama, yes we can, Martin Luther King, I have a dream, Per Steinbrück, hätte Fahrradkette. Herrlich, oder? Ich werde schauen, dass ich das eine oder andere auch so einfach übersetze, wie es gesagt wird, wie zum Beispiel mit hätte Fahrradkette, werde ich einfach so übersetzen, wirklich Wort für Wort, einfach aus dem Grunde, weil es das in der Gebärdensprache so als Form nicht gibt. Da gibt es halt andere Sprichwörter und das war halt das, wo ich überlegen musste, wie ich das rüberbringe. Ja, hätte Fahrradkette. Und da haben wir lange dran gearbeitet, ne, was lange, das heißt. Ne? Lange. Hätte Fahrradkette. Da müsst ihr mal vorstellen. Ups. Kommt rein, ich gehe mal sofort wieder raus, weil ich jetzt abbaue und den Leuten noch Tschüss sage. Ich versuche das immer so schnell wie möglich zu machen, weil man will ja auch wieder nach Hause. Happy? Gut, wunderbar, ich auch. War ein bisschen am Ende ein bisschen konfus, aber Leute hatten Spaß, ich hatte Spaß. Schön. Um mehr geht's nicht. Bis gleich. Ich glaube, ganz ehrlich, dass es mehr die Selbstzweifel sind, die einen dazu bringen, sich zu steigern und an sich zu arbeiten. Es ist toll, wenn man das Gefühl hat, super, es funktioniert und die Leute lachen und ich mache einen guten Job. Aber es ist immer besser, wenn man fragt, kann ich das noch besser machen? So, wie kriege ich das jetzt noch ein bisschen besser hin? Man darf sich von diesen Zweifeln halt auch nicht auffressen lassen. Aber ich finde, eine gesunde Eigenreflexion, Das ist das, was es eigentlich ausmacht. Und natürlich musst du dich selber auch gut finden, weil sonst brauchst du gar nicht erst auf die Bühne zu gehen. Oder wirklich, mal einfach mal so bekloppte Sachen machen. Oder wenn ihr so auf so einer Toilette seid und ihr habt diese Handföhngeräte, ja, diese Geräte, wo man sich so die Hände so unter... Das sind ja keine Handföhngeräte mehr, das sind ja an die Kachel gedübelte Learjet-Triebwerke mittlerweile so. Du bist taub, aber die Hände sind super trocken, das ist toll, ne? Und wenn ihr mal in so einer Toilette seid und ihr föhnt euch die Hände mit so einem Dyson Airblade und da kommt einer rein, müsst ihr Folgendes machen. Guten Tag. Das macht total Spaß. Die rennen den ganzen Tag nur noch so rum. Ich meine, ich finde das total lustig, mir macht das auch total Spaß, ne? Aber es ist manchmal schon so, wenn er dann so ein neues Programm erarbeitet und dann auch ein bisschen frei hat und wir dann Urlaub haben oder so und ich dann jeden Tag was Neues höre. Sie ist schon der Erste oder die Erste, die mitkriegt, wenn ich irgendeine kranke Idee habe oder wenn ich irgendwie eine gute Idee habe. Oder ich komme rein und sage, hey, pass auf, was hältst du davon? Und sie ist ein ganz guter... Sie ist eine ganz gute Messlatte dafür, weil sie auch viele Sachen nicht kennt und sie auch mich kennt und weiß, wie ich es machen werde auf der Bühne. Und ich bin ihr furchtbar auf den Sack gegangen mit diesem, wo ich den Affen mache am Ende des Programms. Und das habe ich den ganzen Nachmittag gemacht. Sie sagte, Hennes, mach's auf der Bühne, aber geh mir nicht auf den Sack.
So. Und das ist eigentlich, wo ich dann merke, so, ah, okay, es hat schon so einen gewissen Nervfaktor, aber irgendwie muss es auch lustig sein. Und das merkt man ja auch, wenn so Schimpansen so Laute von sich geben, das ist ja schon fast wie so eine Sprache, ne? So. Es ist schon fast wie Sprache, ne? Und das, ich glaube, sie merken, dass sie es beinahe hätten geschafft haben können und dann versuchen sie und dann ärgern die sich so. Ich meine, wir lachen darüber, aber überleg mal, wie schön das gewesen wäre, wenn Schimpansen auch hätten sprechen können. Alle zu ihrer Zufriedenheit. Oder ihre Bestellung, bitte. Fahren Sie bitte zu Kasse 2! 2! Sowas. So einfache, ganz simple Sachen. Ja? Oder sowas wie. Guten Abend. Wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Es gibt manchmal Sachen, wo ich einfach weiß, die sind jetzt so geschickt formuliert, das wird schon. Und es gibt Sachen, wo ich denke, oh, es wird total super und es macht. Funktioniert nicht. Also das weiß man vorher nie. Die eigene Befindlichkeit, die, mit der ich mich auf der Bühne präsentiere, die zu meinem Charakter, zu meinem Temperament, zu meiner Person gehört, die muss ich so bearbeiten und so darstellen, dass es für die Leute auch interessant ist und dass ich nicht nur was über mich sage, sondern auch was dadurch auch ein bisschen was über die Leute. Die Leute können oder sollen sich natürlich auch wiedererkennen, aber wenn nicht, dann muss ich mir was anderes ausdenken. Und es gibt Sachen, die kriegst du nicht lustig, klar, natürlich. Also ich finde, er ist tougher geworden, mutiger und auch authentischer noch. Also man kann ja Schüchternheit auch verbergen und wenn er jetzt schüchtern ist, dann ist er halt auch schüchtern. Und früher war es halt so, dass er dann halt gedacht hat, oh, jetzt muss ich irgendwie das verbergen, so mit Sprüchen oder sowas, was man halt macht. Also kennt ja jeder Momente dieser Art, sag ich jetzt mal. Das ist doch so, hört doch mal, das ist doch der Wahnsinn. Wer ist denn am Ende der Doofe? Wer zahlt denn am Ende die Rechnung? Hä? Ich, der kleine Mann. So. Tada! Jetzt habe ich mir die Pointe selber versaut gerade, habe ich gemerkt. Ich wollte erst sagen, der kleine Mann und dann ich. Aber so ist das einfach. Das ist einfach, wenn man so. Du führst so ein Twitter-Leben, ne? Das ist so. Irgendwie, wenn andere längst Feierabend haben und die Füße hochlegen, musst du erstmal ran. Ne? Es geht darum, den Leuten, die hier sind, die ihren freien Abend mit mir verbringen, hier in der Bühne, hier in diesem Theater, einen schönen Abend zu bereiten. Um nichts anderes geht's. Es ist Dienstleistung. So banal, so unromantisch, wie das klingt. Filmakademie! Oh! Da sind wir hier aber ganz schön beeindruckt!